Wir sind also da angekommen, wo ich schon vor einigen Monaten war. Piranha Bytes wurde endgültig geschlossen. Das ist erstmal nichts Überraschendes. Embracer wollte die Studio schon länger schließen. Das heißt, unsere geliebte Firma, wie ich es ja in dem Video hier, schaut einfach mal rein, schon mitgeteilt habe, ist endgültig zu. Doch an sich wollte ich jetzt gar nichts dazu sagen. Ich habe ja gesagt, wir müssen loslassen. Aber ich muss mich dann doch mal ein bisschen aufregen. Also freiwillig sind wir nicht gegangen. Ja. Ne? Halt, ne? Ist halt nicht freiwillig passiert, das Ganze. Es ist bezeichnend, dass Björn Pankratz hier als Bild von Piranha Bytes vor sich hin stammelt, natürlich emotional belastet. Ich will ihn jetzt auch nicht persönlich angreifen oder so etwas, aber trotzdem ist es sinnbildlich deswegen, weil dieses Stammeln irgendwo auch ausdrückt, ja klar, Piranha Bytes hat ja auch nicht mehr viel abgeliefert. Natürlich sind wir nicht freiwillig gegangen. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Und ihr müsst wissen, dass ich der letzte Mensch bin, der sagen würde, hey, Embracer ist eine gute Firma. Embracer ist in irgendeiner Weise heilig. Nein, natürlich haben sie wie alle Firmen in dieser ganzen Zeit von Corona ordentlich abgecashed, haben ordentlich Firmen eingekauft und sich gedacht, jetzt können wir unser Portfolio verdoppeln, verdreifachen oder wie auch immer. Und jetzt, wo die Sättigungsphase eintritt, da haben wir wieder große Probleme. Das könnt ihr nochmal in meinem Gaming-Krise-Video sehen. Das ist mir ganz klar. Deswegen ist diese Firma ganz sicher nicht ohne Schuld. Aber natürlich hat die Embracer Group da gecuttet, da abgeschnitten, wo sie halt die meisten Schwächen sahen. Und sind wir mal alle ehrlich, das ist Piranha Bytes selbstverständlich. Verständlich. Denn für uns alle sollte klar sein, dass Piranha Bytes nicht die stärkste Firma ist, die man in seinem Portfolio haben kann. Das einzig Wertvolle an dieser Firma ist eben die Lizenz von Gothic, die eben mit dem Eintritt in Embracer mitverkauft worden ist. Das ist aber gar nicht der Punkt, der mich so sehr aufregt. Aufregend tut mich tatsächlich diese Versinnbildlichung, die wir hier durch Jenny und Björn Pankratz bekommen haben. Gerade diese beiden Personen sind halt durch ihre Machwerke und ihre Entscheidungen meines Erachtens, und ich glaube, da sind auch viele sich einig, auch schuld daran, dass Piranha Bytes eben einen so festgefahrenen Weg eingeschlagen hatte und deswegen jetzt auch tatsächlich geschlossen worden ist, wodurch viele Leute, nicht nur Jenny und Björn Pankratz, ihren Job verloren haben und eben neu verteilt werden mussten. Es geht mir vor allen Dingen um einen Artikel oder mehrere Artikel tatsächlich der GameStar. Und ich weiß schon, viele von euch sind voreingenommen, wenn es um die GameStar geht. Ich persönlich fand sie eigentlich ganz in Ordnung, verglichen mit anderen Magazinen sogar noch immer einer der besseren Magazine, wo man wirklich noch Informationen bekommen konnte, die nicht ganz so gefärbt waren. Aber wenn wir uns jetzt diesen Artikel hier einfach mal anschauen, dann steht da so schön, nach Piranha Bytes, Björn und Jenny Pankratz eröffnen neues Studio. Björn Pankratz und Jenny Pankratz haben bei Piranha Bytes Gothic, Risen und Elex geprägt. Moment, also nochmal, ganz kurz zurück. Björn und Jenny Pankratz haben bei Piranha Bytes Gothic, Risen und Elex geprägt. Okay. Was mich daran stört, ist relativ einfach. Jenny Pankratz ist niemals Teil bei Gothic gewesen und hat niemals Gothic mit geprägt. Es ging gar nicht, weil sie niemals mehr ein Gothic nach Gothic 2 erstellen wollten oder auch konnten wegen Rechten. Von daher ist die Aussage, dass sie mit das geprägt hätte, einfach komplett falsch. Und man könnte natürlich hinterfragen, so frech will ich aber gar nicht sein, warum das hier so ausgedrückt wird. Man kann aber zumindest festhalten, dass es einfach eine falsche Information ist. Und ich finde, das Bild der Firma wird dadurch auch falsch gezeigt. Wir haben da ganz viele Menschen, die da mitgearbeitet haben, die wahrscheinlich auch schon seit Gothic wirklich da in dieser Firma vorhanden sind, die aber gar nicht porträtiert werden, während hier eine Person porträtiert wird, die bei den Spielen, die ja wirklich die Firma als einziges so richtig groß gemacht hat, gar nicht dabei. Mal abgesehen vielleicht mal bei Risen 1, da war sie tatsächlich in der Qualitätssicherung mit dabei. Aber auch wenn man sagen kann, dass Björn Pankratz selber tatsächlich bei den Spielen dabei war, in verschiedensten Rollen, auch wenn er kein Mitbegründer von Piranha Bytes war, nachher aber die Zügel natürlich übernommen hat, kann man aber auch behaupten, dass er einen großen Schuld an Versagen dieser Firma hat, weil er in den letzten Jahren halt keinerlei Wegänderung mehr eingeschlagen hat, was eben seit Risen 2, wo Jennifer Pankratz maßgeblich an der Story und so weiter beteiligt war und sich jetzt halt so, naja, wählerisch, vielleicht übertrieben, aber doch so emotional dahinzustellen, so zu tun, als ja, es ist schwierig und die Firma und schlechte Lage für die Gaming-Industrie, aber für sich selber gar keine Probleme zu sehen, gar keine Fehler einzugestehen, nichts in irgendeiner Form dahingehend zu argumentieren, dass man vielleicht wirklich ein paar Fehler in der Vergangenheit gemacht hat und vielleicht andere Wege hätte einschlagen sollen, um eben noch immer konkurrenzfähig zu bleiben, immer noch die Spiele abzuholen, denn wir wissen ja nun, wie es in letzter Zeit gelaufen ist. Und dass die GameStar das so darstellt, als wenn die beiden die großen Helden von Piranha Bytes wären, die jetzt hier enttäuscht abziehen müssen und das ganz unfreiwillig, finde ich halt sehr schade. Es wird halt so wenig über alle anderen Personen, die an diesem Studio beteiligt sind, gesprochen, die auch irgendwie dieses Studio groß gemacht haben, die Spiele groß gemacht haben und die jetzt noch immer in der Entwicklung an Elex und so weiter beteiligt waren. Und dass diese beiden Personen eben immer die strahlenden Figuren sind, das macht mich irgendwie fuchsig. Ich meine, natürlich, irgendwo gibt es ja Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, die beiden Personen wurden da erkoren, die ständig sich in die Öffentlichkeit zu präsentieren, das ist ganz klar. Aber ich finde es halt wirklich schade, dass man dann darüber redet bei der GameStar, als wenn jetzt hier, was bedeutet das für Elex, für Gothic und Risen? Ja, es bedeutet halt nicht viel. Gothic läuft schon immer auf die Mods hinaus, es ist ja gar nicht mehr angefasst worden. Da hatten die Pankratz
es ja ganz klar gesagt, dass sie damit noch nichts mehr zu tun haben wollen. Von daher ist da ja nichts an Änderungen zu sehen. Ebenso mit Risen, was halt jetzt nur nochmal für Konsolen, genauso wie Gothic, aufgelegt wird. Und mehr wird es da nicht geben. Und ein EDX3, ich glaube, da sind euch auch die meisten Leute einig, brauchen wir auch nicht unbedingt. Ja, und was die beiden Punkrats tun, oh, das schauen wir uns dann jetzt nochmal kurz an, denn ihr habt es ja schon im Artikel gesehen, die haben natürlich auch neue Pläne. Wir haben sehr lange darüber nachgedacht, was wir jetzt machen sollen. Das ist natürlich eine Sache, 24 Jahre tut man nicht einfach so weg. Und ja, dann haben wir uns dann zusammengesetzt und haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir was Neues ins Auge gefasst, haben Pitted Studio gegründet und machen jetzt Indie-Games. Ja, wir haben es gehört und wir sehen es auch nochmal im Artikel. Denn ja, sie haben ein neues Studio gegründet, die beiden. Sie haben sich dazu entschlossen, jetzt ein neues Studio zu gründen. Und diese Studio wird Pithead Studio heißt. Hier wollen sie ihre eigenen Chefs sein, ihre eigenen Bosse, nach eigenem Gusto arbeiten und endlich ihre Visionen auf kleinerem Level durchsetzen. Hier wird auch nochmal in einem anderen Artikel gezeigt, dass sie ja einfach weitermachen, wie gerade gesagt. Und im Pithead Studio wohl ein Großteil des Geldes fließt, dass die Ex-Chefs, also Jennifer und Björn Pankratz, tatsächlich beim Verkauf von Piranha Bytes an Embracer verdient haben. Das finde ich schon ein bisschen schwierig, denn sie haben anscheinend das Geld dann also genommen, behalten, nicht aber benutzt, irgendwie ihr Studio zu verbessern, vielleicht neue Methoden einzufinden, neue Sachen zu erfinden, sich selbst neu zu finden, vielleicht irgendwelche Leute einzustellen, die nochmal einen neuen Kick da reinbringen, sondern haben das Geld behalten und jetzt benutzt, um ein neues Studio zu gründen. Ist ja natürlich Privatsache, wird wahrscheinlich auch irgendwie privat von denen gewesen sein, aber wenn man sich halt ins Video stellt und sagt, ja, hey, das ist wirklich sehr traurig, wir sind sehr emotional belastet, was ich auch verstehen kann, dann hätte ich doch vielleicht mal vorher überlegt, ob ich dieses Geld nicht reinvestiere in die Firma. Natürlich wissen wir nicht, was alles bei Embracer und so weiter abgelaufen ist, wie die Gespräche da waren, was für Fristen da kamen, was für Probleme da kamen, wo sie vielleicht gesagt haben, okay, nee, das Geld geben wir da lieber nicht aus, ich glaube, das hat ehrlich gesagt keine langfristige Zukunft. Dann ist wieder die Frage, warum hat man sich verkauft? Ich denke aber auch da konnte man halt wahrscheinlich nicht eine große Wahl treffen, sondern Embracer hat die Gothic-Lizenz als interessant erachtet und das Studio deswegen aufgekauft. Man kann aber ganz klar aus dem Video entnehmen, dass sie nicht davon sprechen, irgendwelche Arbeiter von Piranha Bytes zu übernehmen, die jetzt ihren Job verloren haben. Die reden ganz klar davon, dass es ihre Entscheidung von den beiden Personen, den beiden Pankratzes, die Entscheidung ist, dieses neue Studio aufzumachen und jetzt eben einen anderen Weg zu gehen. Kein einziges Wort von irgendwelchen anderen Mitarbeitern, von ehemaligen Mitarbeitern, von auch eben den Gründungsmitgliedern wie jetzt Mike Hoge oder eben den verstorbenen Brüggemann. Kein einziges Wort dazu und damit ist das natürlich ein bisschen traurig, weil man verabschiedet sich im Prinzip damit zu sagen, hey, wir haben eine neue Firma gegründet, kommt doch bei uns vorbei, damit ihr unsere neuen Spiele sehen könnt und seht mal, wie toll das alles wird. Und gleichzeitig man überhaupt nichts über die Firma an sich sagt. Dann kommen noch ein paar Sprüche von Pankratz halt, ja, ich kenne mich ja gar nicht mehr in Gothic aus, da will ich eigentlich auch gar nichts mit zu tun haben. Das haben wir ja schon mal besprochen. Ich glaube, das merkt man auch sehr gut, wenn man dieses Video sieht, aber generell auch ihn irgendwo sprechen hört über Gothic. Das ist ganz klar. Ich werde das Video auch auf jeden Fall von unten verlinken. Da könnt ihr euch mal anschauen. Das sind 8 Minuten. Da geht es halt wirklich eigentlich nur darum, wie es den beiden geht und sehr wenig damit, wie es denn jetzt wirklich den Leuten in Piranha Bytes geht. Es waren ja immerhin so um die 30 Beschäftigten. Da wird nicht wirklich ein Wort drüber verloren. Und ich finde es halt sehr schade, dass das so präsentiert wird von der GameStar. In mehreren Artikeln geht es hauptsächlich immer um die Pankratz. Die haben auch mal das leere Büro gezeigt. Das schon. Also sie sagen schon generell, ist eine sehr traurige Sache, aber dass man halt dann nur über die Pankratz redet, statt dass man dann wirklich mal einen Fokus auf die Entwicklung dieser Firma legt und dass halt auch diese beiden Personen dann so viel Publicity bekommen, wobei sie halt, und ich glaube, da sind wir uns ja, wie gesagt, fast alle einig, viel am Untergang der Firma schuld sind. Sie haben Entscheidungen getroffen, die eben zu diesen Problemen geführt haben. Und ich hätte mir da von GameStar einfach ein bisschen mehr, weiß nicht, Reflektierzeit gewünscht. Gleichzeitig verstehe ich aber auch, es geht halt um eine sehr alte Firma, eine deutsche, sehr alte deutsche Firma, die halt jetzt wenigstens noch ersetzt wird durch eben Pithead Studios. Aber ganz ehrlich, ich persönlich, und ich glaube, da sind auch sich viele einig, erwarte da nichts von. Ich werde da gar kein wirklich Augenmerk drauf haben. Ich würde mich da nicht drüber freuen, wenn dann eine Ankündigung kommt. Ich habe da überhaupt keine Hoffnung, dass das durch diese beiden Personen zu irgendwelchen guten Spielen oder würdigen Nachfolgern oder geistigen Nachfolgern von Gothic oder Risen kommen wird. Zum Schluss bleibt mir nichts anderes, als das zu tun, was in meinen Augen einfach sehr vernachlässigt wurde, nämlich vielen Dank an Piranha Bytes zu sagen, vielen Dank für diese Spiele, die uns bis heute begeistern, eine riesige Community hinter sich haben. Vielen Dank an die Gründer Alexander Brüggemann, Mike Hoge, Stefan Newell und Tom Putzki, die Piranha Bytes eben 1997 gegründet haben und damit Spiele entwickelt haben, die uns, wie gesagt, bis heute hin begeistern.